Willkommen zu mittlerweile Wo guckt man danach? Ich sag 75. Sind wir nicht auch bei YouTube hochgeladen? Warte mal. Ich sag 75. Nee, bei Spotify. Bei Spotify? Bei Spotify, ja. Ist geil. Geil. Geht schon gut los. Alex ist nicht da und wir wissen nicht, was für eine Nummer das ist. Ich glaube, also du hast schon da. Läuft. Der läuft, ja. Podcast, hier Alex im Club. Also keiner packt. Volume 74 war zuletzt. Hast du 75 gesagt? Jo. Heike, du bist auf dem Dampfer, bist du auf Draht. Wo ist sie? Also, wir fangen direkt an. Herzlich willkommen zur mittlerweile 75. Folge der Relax-Kluftpuppe. Wir laufen schon? Wir laufen schon. Es läuft. Ich habe gerade ein, wie heißt das, Blackout. Sag ich das immer? Zur mittlerweile 75. Ich sag mal 75. Kluftpuppe einfach, ne? Nee. Mittlerweile, sagst du. Mittlerweile. Das habe ich ja gesagt. Habe ich nicht gesagt? Doch. Ne? Schon mal zurück. Hat er gesagt. Herzlich willkommen zur mittlerweile 75. Folge der relaxten Kluftpuppe. Wir sind nur zu viert. Und gut drauf. Führerlos und gut drauf. Ja, führerlos, stimmt. Genau. Alex ist leider diesmal nicht dabei. Hat aber gute Gründe. Hat gute Gründe, genau. Also, es ist ja so, wir haben ja mal in den ganzen 3 Jahren fast mittlerweile, die wir jetzt nicht live gespielt haben, oder naja, sagen wir mal, es waren so 1,5 oder 2. Wir waren es nochmal 880 Tage? Nee, 888 Tage waren wir weg zwischen Show und Show. Stimmt. Haben wir nicht, und in diesen 888 Tagen haben wir ein Album aufgenommen. So, und das soll jetzt auch bald mal irgendwie rauskommen. Und zwar möglichst nicht erst wieder in 888 Tagen. Und deswegen ist Alex im Büro und muss arbeiten. Weil Alex ist ja nicht nur unser Gitarrist, sondern auch unser Manager. Schalter und Walter. Schalter und Walter, Wegbereiter, ja. Schienenbeschwerer, nein, wie heißt das? Der stellt die Weichen. Schienenbeschwerer, um und auf. Ja. Und das ist auch gut so und wichtig. Und deswegen kann der wirklich jetzt einfach gerade nicht hier sein, obwohl er sehr gerne würde, er entschuldigt sich. Aber hat jetzt gesagt, das kriegt ihr auch wohl mal alleine hin, Leute. Und wie gut wir das alleine hinkriegen, können wir daran bemessen, dass wir gerade selbst bei Spotify nachgucken mussten, welche Folge das heute ist. Ja. Weil das ist nämlich was Alex zum Beispiel immer weiß. Er ist nämlich der Schalter und Walter Freiwald. Also wie, Walter Freiwald, gibt's den noch? Nee, leider nein. Ach, ist das so? Ja. Wir haben den ja damals noch getroffen bei Joko und Klaas, als wir da gespielt haben. Da war Walter Freiwald doch da. Und der zwei Wochen später... Ist er nämlich, hat er eine Achterstufe, einen Kickflip runtergemacht und hat ihn nicht gelandet, ist dabei gestorben. Genau. Ja. Kickflip ist auch hart. Achterstufe ist schon, muss man gucken. Und der eigentlich war ja klar, Walter Freiwald das kann. Ja. Ja, genau. Also es gibt so viele Fragen, die man doch immer Alex stellen würde. Das können wir jetzt nicht machen. Ich habe schon überlegt, ob ich zwischendurch einfach, damit ihr ein Gefühl habt, also es ist sehr viel Arbeit, mal gucken, ob ich das mache und ob das klappt, aber dass ich einfach aus alten Kluftpuppen hin und wieder mal so thematisch passende Sätze von Alex mit reinschneide. Ich fand das super. Ich fand das super. Und ich fand auch geil, wenn es einfach nur ein Wort ist, was sich immer wiederholt. Ach so, oder mal das. Passt, mal nicht. Aber es nervt doch einfach sauhart, weil sau oft einfach reingehagelt kommt. Geht ja, das? Moment. Dann würde ich mir jetzt an dieser Stelle direkt einfach einen unqualifizierten Kommentar von Alex wünschen, den du hier jetzt reinschneidest. Kannst auch ein Lachen oder irgendwas was sein? Oder ein Geräusch einfach nur oder sowas? Ich fände wirklich einen komplett aus dem Zusammenhang genommenen Satz, der möglichst auch noch aneckt. Das ist nicht perfekt. Weit weg davon. Was wäre denn typisch für Alex? Was wäre denn für jeden von uns typischer Satz? Sowas wie, was ich immer schon mal wissen wollte von allen Zuhörern, habt ihr jemals in Hundescheiße getreten? Weißt du, diese komischen, diese merkwürdigen Sätze. Aber habt ihr, ist geil, habt ihr in Hundescheiße getreten? Ja. Das ist, diese Absicht ist so geil. Ich habe reingetreten. Ja, das ist super. Das ist was ganz anderes, als seid ihr in Hundescheiße getreten. Also habt ihr. Also für Eike wäre ein typischer Satz, ja buff, weiß ich es auch nicht. Ja buff. Ja, genau. Ja, das stimmt, das ist ein originales Eike-Geräusch. Originales Guido-Geräusch ist... Das muss ja immer so schön rausschneiden. Wie viel ich da einmal rausschneide. Das ist ja der Allergiker-Cut, den du ansetzen musst. Originales Pugengeräusch ist Paff. Ja? Mann, ja. Paff? Paff. Ach. Ja. Ja, ich habe eine sehr lautmalerische Sprache. Ich sage immer so komische... Ich verniedliche auch alles. Ich sage nicht gehen, ich sage dann irgendwie sowas wie... Was sage ich immer? Tapan oder sowas? Tapan, ja. Ne, Gähnchen. Was ist das schlecht? Guck mal, da Gähnchen 2. egal, okay, dann gucke ich mal. Ich gucke, was ich finde von Alex und baue das dann, hab das jetzt gerade schon und baue das dann hier und da mal ein. Mega gut. Mhm. Lass uns mal eben ganz kurz rekapitulieren. Wir sitzen also hier gerade im Studio bei uns und haben gerade eben geprobt. Wir haben nämlich neue Songs geprobt, denn
Ja. Es muss ja auch bald wieder live gespielt werden, denn der Grand Münster Slam Weekender steht ja quasi fast schon in unserem Wohnzimmer. Genau, genau. Da zweimal Halle Münsterland, wir sind wahnsinnig aufgeregt. Ich weiß noch, als Alex zum ersten Mal gesagt hat, lass uns doch mal versuchen, in der Halle Münsterland zu spielen, da habe ich schon gedacht, hast du noch alle auf Christbaum und jetzt spielen wir das Ding zweimal nacheinander. Es ist so krass. Und beim ersten Mal, als wir es gemacht haben, da haben wir wirklich dann so alles auf eine Karte gesetzt, ach komm, lass uns einfach mal ausprobieren, was passiert. Und da haben wir uns schon echt gefühlt, also wirklich wie König Larry und es waren irgendwie, weiß nicht, 2500 Leute oder was da. Das ist mega geil, aber in der Halle Münsterland ist Platz für 6500 Leute. Und als wir das erste Mal ausverkauft haben, habe ich schon gedacht, es kann halt einfach nicht mehr geiler werden, weil da habe ich damals ein ausverkauftes Toten Hosen Konzert gesehen. Das war die erste Show, wo ich in meinem Leben war. So. Und mittlerweile verkaufen wir das zweimal nacheinander aus. Das ist irre. 13.000 Leute kommen, um sich unseren Quatsch freiwillig anzugucken. Was ist los mit der Welt? Ich habe in der Halle Münsterland auf dem Parkplatz mal ein Portemonnaie gefunden von so einem dänischen Fahrradhändler. Obligat Matari hieß der. Das ist meine Erinnerung dazu. Ah, und hat er das auch wieder bekommen oder hat es behalten? Nee, der hat das vorbeigebracht. Seine Erinnerung dazu, nicht daran, ne? Ja, weiß ich, ja. Ja, und als ich den dann das wieder abgegeben hat, hat er mir aus Dank die Haare nass geleckt. Ja? Und dann bin ich aber rückwärts nach Hause gegangen. Hast du wenigstens gesagt, danke, Herr Matari? Ja, danke, okay. Herr Matari. Gut geleckt, obligat. Ja. Obligat Matari. Das ist nicht schlecht. Genau, und deswegen haben wir natürlich geprobt. Also wir haben, also wir wissen, die Set ist noch nicht ganz. Wir wissen aber, es gibt einige Überraschungen und Gäste. Es gibt viel zu tun für uns noch. Und nebenbei, genau, müssen auch noch neue Songs, die wir natürlich auch spielen wollen, geprobt werden. Da wir noch nicht genau wissen, welche, proben wir ein paar mehr. Außerdem ist es immer gut, alle Sachen so früh wie möglich schon zu proben, weil im Moment kann ja auch immer alles sein. Außerdem, ist es meistens ein ganz, ganz herbes Erwachen, wenn eine Platte fertig ist, wenn man dann sie zum ersten Mal im Proberaum zusammenspielt. Oh ja, dann neue weiß ich Songs. Noch, nach der Koma Kamel, und haben wir uns aber ganz schön umgeguckt. Ja. Da guckst du den Gegner am Bass oder an der Gitarre an und der guckt dich an und dann ist das alles. Und der Gegner sind die eigenen Finger dann. Ja. Ja. Thema herbes Erwachen. Habt ihr in Merci-Packungen auch herbe Sahne mal gut gefunden? Warte mal. Ist das herbe Sahne ist das mit dem weißen, mit der weißen Schicht. Nee, das ist nicht Kaffeesahne. Kassler? Aber herbe Sahne gibt es auch noch. Kassler-Sahne. Merci, Kassler-Sahne. Oh, mit nicht so weiß, mit so einer fleischfarbenen hinten. Oh, Merci Kassler Sahne. Herr Matari, wie schmeckt sie? Ja. Boah. Herr Matari, Mund auf Augen zu. genau, also weil man nie weiß, fangen wir früh an zu proben. Diesmal klappt es aber sehr gut, finde ich. Also wir haben jetzt schon, was, 5, 6, 7 oder 8 Songs? Ja, die werden wir natürlich nicht alle live spielen da. Nein. Also werden natürlich in Auszügen ein bisschen mal spielen, denn es steht ja auch gerade der große Release von 2 Singles an. Wir bringen ja eine Doppelsingle raus und da muss man natürlich ein bisschen was in der Richtung machen. Genau, ich weiß gar nicht, die Puppe kommt ja wahrscheinlich dann nach dem Release raus, oder? Wer weiß. Heute, was ist denn heute? Morgen. Aber man weiß das ja nie. Wir zeichnen natürlich ein bisschen vorher auf, da muss das Ganze geschnitten werden. Für uns jetzt, in unserer Realität kommen die Singles übermorgen raus. Genau, gestern. In eurer Realität ist es vielleicht schon soweit gewesen, man weiß es nicht. Ja. Es ist unsere Realität. Ja. Aber jetzt ist heute auch schon Donnerstag, also die kommen morgen, Jan Dirk. Ist schon Donnerstag? Mhm. In meiner Realität nicht. Ich habe gedacht, heute ist noch Mittwoch. Ah, krass. Also es liegt an Jan Dirk, wie schnell diese Puppe kommt. Das stimmt, ja, das stimmt. Der Druck wird aufgebaut. Und wie oft du deinen Allergiker-Cut ansetzen musst? Das ist sehr, sehr oft. Oh, hör auf, du Arsch. Ich könnte natürlich auch so ein Noise-Gate, aber du sprichst immer so leise, das geht auch nicht. Findest du das eigentlich romantisch, wie ich rede? Erotisch? Romantisch? Ja, beschissen finde ich das. Beschissen? Wenn Romantik Erotik trifft. Ja. Dann ist es, wenn ich spreche. Ja. Ich hab übrigens meine Hände gerade wirklich krampfhaft, wie nennt man das, gefaltet? Gekreuzt? Wie nennt man das? So, gefaltet. Ne? Gefaltet, ja. Kennst du ja nicht. Ja, beten tue ich so. Ja, nee. Weil Pogen eben gesagt hat, dass man auch das hier sein lassen soll. Ja, ja, ja. Und ich klopfe mich unheimlich gern auf Sachen rum. Ja, und das merke ich auch, weil das, was bei deinem Bruder der Allergiker-Cut ist, ist bei dir der Rumfummel-Cut. Du fummelst immer an irgendwelchen Ständern. Oh. Bitte. Oh. Wo sind wir denn jetzt? Fummelst immer rum und deswegen muss ich das auch immer schneiden. Woran? Ah, wie komme ich jetzt aus der Nummer wieder raus? An Nummer gesagt. Oh. Oh Mann. Siehst du auch das, wenn Alex nicht da ist? Raus, hat er auch gesagt. Ja. Ist der Kollege von Rhein. Oh. Raus, der Kollege von Rhein. Ey,
Aber pass auf, jetzt haben wir ja gerade, jetzt haben wir gesagt, morgen, hat Eike festgestellt, ist schon Freitag und morgen kommen schon die Videos. Wir machen zwei Videos, wir machen, der neue Trend ist Doppelvideo, um die Bandbreite eines Albums zu zeigen, ja. Zack, zack und zack. Und da wir ja immer auch zwei, den einen Schniefer und den anderen Fummler haben, die singen auch, gibt es halt von beiden einen gesungenen Song. Also einen singt Guido, einen Ingo. Heißt die heutige Folge der Schniefler und der Fummler eigentlich? Der Schniefler und der Fummler vielleicht, warum denn nicht? Ja, und natürlich, Doppelvideos sind in und Doppeldummheiten sind in unserer Bubble ja sehr in. Wir haben bis vor einen Tag, bevor wir die Videos gedreht haben, nicht gewusst, was wir drehen wollen. Das ist nicht perfekt. Weit weg davon. Wir wussten nur, wir machen das mit dem lieben Dennis Dirksen zusammen, der ja schon diverse Videos für uns gemacht hat. Und wir wussten, dass es in Lede bei Ibbenbüren ein Maisfeld gibt, welches möglicherweise eine ganz gute Location sein könnte. Ja, aber das war ja auch nur, also... Netterweise vom Windmühlenhof parat gestellt. Ja, das danke ist echt sehr nett. Also, das war so. Wir haben, ich glaube, wochenlang ein Video geplant. Und eins war schon relativ schnell klar. Guidos Video war eigentlich relativ schnell klar. Ne? Guido soll einfach schwarz-weiß, dunkler Raum. Ob wir noch mit dazukommen oder nicht, war noch so eine Frage, wie groß der Raum oder nicht groß. Also, das war noch so. Aber eigentlich war das grundsätzlich schon mal irgendwie klar. Dunkler Raum. So. Und dann kam aber diese andere Idee, die, glaube ich, also von allem bis zu allem ging. Und da gab es, glaube ich, ein Teil davon sollte eine Performance in einem Maisfeld sein. So war, glaube ich, der Plan. Ursprünglich mal. Und am Ende haben wir die Idee in der Woche, bevor der Dreh losging, so zerredet und so gezweifelt, dass am Ende eigentlich nur noch die Maisfeld-Performance übrig war. Und beziehungsweise gesagt, eigentlich nur sogar nur das Maisfeld, nur nicht das Maisfeld. Mal die Performance. Nicht stimmt, genau. Irgendwas im Maisfeld drehen. Ich wollte gerade sagen, die Performance gibt's gar nicht mehr. Die wurde nämlich dann am Ende auch noch rausgeschnitten, weil sie auch so kacke war. Also letztendlich hatten wir nur noch irgendwie Maisfeld. Ja, Maisfeld so, ist richtig. Wir mussten die ganze Zeit den Bauern bitten, das Maisfeld noch nicht abzumähen, weil das sollte eigentlich schon längst abgeeignet werden. Aber der musste dann auf uns warten, bis wir mit unserem Scheißer fertig werden. Hatten schon Angst, am Ende drehen wir vielleicht gar nicht mehr im Maisfeld. Und dann hat sich die ganze Sache eh erledigt. Also, totales Chaos. Letztendlich hat dann Ingo irgendwann gesagt, Maisfeld, pf, toll, dann sind wir irgendwie Maisfeld, da muss doch auch irgendwas Kuriles passieren. Ich könnte mir irgendwie gut vorstellen, dass zum Beispiel im Hintergrund, weiß ich nicht, sowas wie ein Astronaut herläuft. Oder genau, ich hatte mich nämlich an einen meiner Lieblingsfilme der letzten Jahre, Interstellar, erinnert. Diesen Science-Fiction-Film, der so großartig ist. Und der fängt ja, ich meine, ja, der hat ja das Thema Raumfahrt, Zeitreise, dies, das. Und das Ganze fängt ja wirklich auch mit dieser riesen Maisfeld-Szene an, wo der Hauptdarsteller mit seinen Kindern durch dieses Maisfeld mit einem Auto fährt. Halt irgendwo im Mittleren Westen oder sowas. Um so einer Drohne hinterher zu jagen. Und aus irgendeinem Grund habe ich dann nachmittags oder so haben wir eine Telefonkonferenz gehabt, um uns zu überlegen, was machen wir denn jetzt? Und morgens bei einem Kaffee habe ich dann einfach Maisfeld und Astronaut bei der Google-Suche eingegeben. Und dann kam ich in der Tat bei Bildern raus, die Astronauten in einem Maisfeld gezeigt haben. Und also so, das waren aber eigentlich Vogelscheuchen, aber als Astronauten verkleidet. Und da habe ich ja gedacht, irgendwie ist das ganz geil. So, und super. Und das, pass auf, und das ist, also, Ingos googeln nach Astronauten im Maisfeld, das ist unser Video geworden. Ja. Wir haben dann mittags oder nachmittags halt eine Telefonkonferenz gehabt, waren genauso dumm wie vorher, haben uns wieder diverse Ideen noch zerredet. Und ich habe dann irgendwann gesagt, aber Astronauten Maisfeld, das könnte doch vielleicht was sein. Hab dann so Bilder rumgeschickt. Und dann ging das von dort so ein bisschen los. Und dann habe ich erstmal geguckt, wir wollen ja morgen früh drehen. Wo kriegen wir denn jetzt ein Astronautending her? Das geht ja gar nicht. Dann habe ich Münster gegoogelt, Münster Kostümverleih. Und da könnt ihr, wenn ihr das mal machen wollt, da könnt ihr mal gucken, was es da für ein Astronautenkostüm gibt. Das wäre jetzt aber nicht so schön gewesen. Köln, ähnliche Nummer, wäre es auch nur Quatsch gewesen im Grunde genommen. Ja. Und dann hat Dennis Dirksen immer gesagt, wäre schon ganz geil, richtige Astronauten, aber wo kriegen wir das her? Der hat doch sogar gesagt, der hat irgendwas gegoogelt, also hier, die sind geil und der ist geil, hat so Bilder rumgeschickt. Ja, genau. Und wir so, das wird jetzt wahrscheinlich in München sein oder was weiß ich. Turns out, es war in Nordwalde und das ist ein Katzenwurf von Münster entfernt. Das ist eine halbe Stunde mit dem Auto von hier. Da sind wir dann einfach abends um 21:30 wirklich hingefahren, zu dem kurzfristig angerufen. Der Typ meinte, habe ich welche hier? Kann ich euch leihen? Gar kein Problem, wenn ihr selber vorbeikommt, ist billiger. Dann sind wir Alex, Dennis und ich da abends um 21:30 oder so nach Nordwalde gepäst. Es wurde uns am Telefon auch noch gesagt, der ist aber für eine Person, die 1,80 groß ist. Und wir haben die ganze Zeit überlegt, brauchen wir einen Schauspieler, der es macht und so. Turns out, Purgen ist 1,80. Ja, das war mein Schicksal. Ich musste den ganzen Tag dann in dem Ding rumrennen. Aber genau, wir sind dann hin, abends, der hat uns drei so Anzüge da aufgereiht und ein paar verschiedene Helme und so. Und uns aber auch gesagt,
was zu, also der hat es ja auch richtig ernst genommen, was passt zu was und wie und man kann da nicht so und so und dann müssen die Schuhe ja auch. Mhm. So, also optisch, also wie, wie. Nee, also du kannst nicht, also jetzt blöd gesprochen, die Raumfahrtfans draußen lachen dich aus, so, ja, wenn du einen US-Anzug an hast, aber einen Helm von einem Kosmonauten drauf. Ja, ich glaube, so. Trotzdem hatten wir das, aber das Visier muss dann passen und so. Also wir haben da auch so ein bisschen gemogelt, aber er hat zumindest grobe Schnitzer, glaube ich, hat er versucht zu verhindern. Wir haben uns aber absichtlich für die falschen Handschuhe entschieden. Aber darf ich mal ganz kurz sagen, ich bin jetzt 43 Jahre alt und ja, seitdem ihr Astronaut und Maisfeld kommt, habe ich die ganze Zeit im Kopf Astronaut und Scheißfeld. Das kann nicht wahr sein. Ja. Und das geht nicht weg und das kommt von allein, ich will das ja nicht. Ja. So, jetzt kann es weitergehen. Gut, aber ich finde schön, dass du deine Gefühle und Gedanken mit uns teilst. Ist ja, ja, auch wichtig irgendwie. Ja. Naja, jedenfalls genau, wir dahin, uns den Anzug, genau, dann hieß es 1,80, also musste ich da rein. Hat auch gepasst, alles gut. Und dann sind wir am nächsten Tag einfach zu dem Maisfeld gefahren. Der hat euch doch sogar noch was anderes mitgegeben. Er hat doch gesagt, hier, könnt ihr noch einen Fallschirm gebrauchen. Dennis wollte unbedingt, Dennis meinte, nee, ich will auch noch einen Fallschirm haben. Der muss auch noch einen Fallschirm tragen. Da hat er gesagt, yo, könnt ihr machen, aber wenn es regnet, ist schlecht, weil der muss ganz trocken wieder zu mir kommen und weil dann kann ich das zusammenfalten. Ich kann ihn natürlich nicht nass zusammenfalten. Habt ihr eine Scheune oder so, wo ihr den trocknen könnt? Und wir so, nö. Also haben wir einfach gesagt, wir hoffen, dass es morgen nicht regnet. Wenn doch, haben wir ein Problem. Ja, und dann sind wir wirklich dann nach in die Nähe von Tecklenburg da, nach Lede ins Maisfeld gefahren. Ja. Da ist dann Dennis aufgefallen, dass nebenan noch eine Wiese war, die er ziemlich geil fand. Da war aber alles eingezäunt. Da hat der Bauer kurz dann seinen Nachbarn angerufen und der hat gesagt, ja, ja, können die Jungs machen, ist mir doch egal. Muss man überhaupt mal sagen, das war wieder ganz klassisch Eppenbürener Turf. Also jeder in der Nachbarschaft wusste auf einmal schon Bescheid, ist dann vorbeigekommen und hat dann auch immer noch so die Hilfe angeboten. Sowas wie, soll mal irgendwie für euch noch losfahren, was zu essen holen und so. Und Dennis brauchte noch Sonnencreme. Wunderschönster Moment war wirklich, dass dann so eine alte Frau mit einem Hund vorbeigelaufen ist. Ja, die spazieren, wusste nicht Bescheid. Und dann kam der Purgen in dem Moment als Astronaut aus dem Maisfeld raus mit einem Koffer in der Hand und guckt die Oma nur und sagt so zum Hund, auch jetzt ist es soweit. Ja, nur nee, was, für einen Moment habe ich gedacht, jetzt ist es soweit. Ja, genau. Super. Gut. Ja, ja, genau, das war also letztendlich wussten wir auch am Ende des Abends gar nicht, was dabei rumkommt. Wir haben auch wirklich dann versucht, Performance im Mais zu drehen, das war alles scheiße. Dann ist irgendwann die Nacht gekommen und dann stand ja noch im Raum, so, jetzt müssen wir noch nach Hause fahren und in unserem Studio alles dunkel abhängen oder je nachdem, mal gucken, wie weit wir kommen, um Guidos Video zu drehen. Und dann hat Alex richtigerweise gesagt, hey Leute, in einer halben Stunde ist hier überall alles dunkel, warum können wir nicht einfach da draußen machen? Also dann haben wir ja einen dunklen Raum. Das ist zum Beispiel auch einer der Gründe, weswegen Alex Manager ist und wir nicht. Genau. Wir wären einfach im Dunkeln nach Hause gefahren und hätten ein Zimmer dunkel gemacht. Ja, genau. Was für ein Scheiß. Und dann hat er gesagt, so hier, und zum den Bauern gefragt, hast du eine Leiter? Hat der Bauer gesagt, ich habe noch was Besseres und kam mit dem Trecker. Ja, Licht von oben, fertig. Ist das eigentlich schade, dass wir alle schon so verraten, aber ist egal, nö, ne? Nö. Making of. Das kann man gerne spoilern. Nee, wir haben dann wirklich also erst, wie richtigerweise gesagt, in diesem Maisfeld gedreht und dann irgendwann daneben. Und dann war das eigentlich auch der netteste Videodreh, den wir bis jetzt hatten, weil wir alle nichts machen mussten und Guido alles. Ja. Guido hat alle Instrumente in dem Video gespielt, Guido singt den Song ja auch, Guido hat ihn ja auch geschrieben und so weiter und so fort. Und wir haben uns alle für eine Viertelsekunde mal kurz vor die Kamera gestellt und kommen auf so Crash-Abschlägen im Song einmal ganz kurz weil vor. Wir wollten einmal, dass sich Qualität durchsetzt im Leben. Und bei dem anderen Video eigentlich genau das gleiche. Hat Jan-Dirk die ganze Scheiße gemacht und wir haben auch nur abgehangen. Ja, stimmt, wirklich. Das erinnert mich an einen Videodreh, wo ihr damals in Ritterkostümen durch die Gegend Ritterrüstungen gelaufen seid und ich hab mit einem Model geknutscht. Ja, ey, das war eine Frechheit. Wir haben in Ritterrüstung in der Arschkälte Steine ins Meer geschmissen und du hast auf dem Baum gesessen und mit dem Model geknutscht. Also wirklich. Ja, glaubst du, das war keine Arbeit? Oder was? Ja. Ganz ehrlich, ey. Ich hätte auch gerne ein Ritterkostüm getragen. Obwohl, ja, ich bin Guido, sah schon ganz schön geil aus in dem Ritterkostüm. Das war nicht schlecht. Was denn? Wie in dem Ritterkostüm damals bei dem Videodreh. Ja. Das sah sehr gut aus. Ja. Nee, genau. Also ich musste die ganze Zeit in dem Ding rumrennen. Das Dumme ist an diesem Anzug und Helm, die sind ja dicht. Also da kommt ja keine Luft rein und raus. Deswegen musste ich das Visier auch öfter mal aufmachen. Dennis hat aber nie mit mir geredet, sodass ich nie wusste, drehen wir jetzt gerade oder nicht? Kann ich das Visier gerade aufmachen oder nicht? Also ich musste sehr oft einfach die Luft anhalten und mal warten, ob jetzt gerade irgendwie. Und immer, wenn ich so die Drohne habe weiter wegfliegen hören, habe ich gedacht, jetzt kann ich vielleicht gerade mal kurz das Visier lüften und habe es dann auch gemacht. Wie viel sieht man eigentlich durchs Visier? Ist das okay? Das ist okay. Es ist auch, normalerweise hat es ein Doppelvisier und ich hatte nur das Außenvisier. Ah ja.
das war dann noch nicht so ganz so dicht. Ich glaube sonst, weil der meinte auch irgendwie, bei so Filmdrehen und so, wenn die so einen richtigen Helm aufhaben, der ist ja auch dann ganz geschlossen, dann müssen die eigentlich auch von hinten immer so Luft reinpumpen. Und wenn die das vergessen, kippen die schon mal um, die Schauspieler, weil einfach wirklich kein Sauerstoff mehr im Helm ist. So. Ich finde das krass, das ist mir ehrlich mein Gedanke, dass die sich quasi so echte Dinge ausleihen, anstatt bei so einem Megabudget sich so ein Ding basteln zu lassen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich günstiger, sich das irgendwie irgendwo zu besorgen. Und der hat ja irgendwie, ich glaube, der hat einfach so aus Spaß angefangen zu sammeln für sich. Und dann haben, glaube ich, erst so angefangen, so Freunde sich Sachen auszuleihen. Und jetzt mittlerweile macht er das irgendwie für, ich glaube, 2 Tage nach uns hat Heinz Strunk sich das ausgeliehen für ein Fotoshooting. Richtig. Auch schon lustig. Ja. Aber kann ja dann aber zum Beispiel dem Schauspieler, der den Bösewicht in Aladdin gespielt hat, kann dem das ja nicht passieren, das mit dem Umkippen. Der ist ja Großvisier. Boah, ey. Boah. Mein Gott. Das war, ja, was? Kann man da was machen? Könnt ihr jetzt also an dieser Stelle mal wieder irgendeinen unadäquaten Kommentar von Alex bitte reinschneiden. 3, 2, 1. Das ist perfekt. Naja, jedenfalls, also wie auch immer es geklappt hat, wir haben dann sozusagen on the fly, oder wie man das so schön neuenglisch sagt. Auf der Fliege. Ja. Haben wir das Treatment zu dem Video geschrieben, also das Drehbuch, und einfach, ja, improvisiert. Wir haben dann gesagt, okay, stellen wir uns einfach vor, ein Astronaut ist möglicherweise auf einem fremden Planeten oder vielleicht aber auch einfach hier auf der Erde in einem Maisfeld gestrandet und hat aber ja seine Habseligkeiten dabei in einem Koffer. Und dann haben wir einfach noch einen Koffer gepackt, ja, mit so diversem Gedöns. Einer klassischen Maniki-Neko-Winkekatze, einem Spielzeugroboter, ein paar Seven Inches von Bands, die wir sehr mögen. Ich glaube aber, dass auch originalgetreu immer, wenn Astronauten ins All fliegen, dann nehmen die immer so einen alten Reisekoffer mit und da ist auch so ein Zeug dann drin. Ist, ja. Dann hatte meine Tochter Matti, die hatte mit mir zu Hause mal eine Rakete aus Pappe gebastelt. Und ja, die ist auch mit dabei. Die ist auch in dem Video zu sehen. Sieht auch sehr gut aus. Genau. Voll gut. Genau, also letztendlich, also die Story gibt es ja eigentlich gar nicht. Das ist halt entweder ein Astronaut oder ein Freak oder wo der auch immer ist oder auch nicht. Aber es war auf jeden Fall wahnsinnig anstrengend. Was auch scheiße war, dass diese Handschuhe, die sind ja auch dicht, und damit man nicht den ganzen Anzug und die Handschuhe zuschwitzt, muss ich ja immer so Plastikhandschuhe noch drunter tragen. Bäh. Und also die waren nach jedem Take voll mit Wasser, dann musste ich die immer wechseln. Ich sah danach aus, als wenn ich aus der Badewanne gekommen wäre. Also das war für mich der anstrengendste Videodreh auf jeden Fall bislang. Ja, vielen Dank. Aber es ist wirklich sehr, sehr schön geworden, muss man sagen. Und passt fantastisch zu diesem Song, verrückterweise. Ja. Also ich habe das jetzt mal ein paar Leuten schon mal so in so einer Sneak Preview gezeigt. Und da wurde ganz oft gesagt, das sieht sehr stylisch aus. Man bleibt aber die ganze Zeit irgendwie dran, obwohl ja gar nicht so wirklich viel passiert. Ja, wir laufen so ein bisschen durchs Maisfeld in der Nacht und singen so ein ganz kleines bisschen. Ja. Und ansonsten hast du vorne nämlich diesen Astronauten, der so ein bisschen lost, allein und traurig halt irgendwie da sitzt, probiert nach Hause zu telefonieren und so weiter und so fort. Aber das funktioniert super und hat halt eben auch da dann wieder so eine handschüttelnde Schnittmenge mit dem Song, wo es ja um einen fiktiven Ralf geht, der halt so der klassische Loser ist, es immer wieder probiert und immer wieder auf die Schnauze fällt und sich immer wieder sagt, naja, aber nächstes Jahr, da wird es halt besser. Ja, und es gibt einen Take von dir, Ingo, wo du da auf diesem Feld singst, da spielen Schmetterlinge eine große Rolle und die hätte man besser nicht casten können. Ja, also ich habe Holger von Pale, habe ich das Video gezeigt. Hat er gedacht, das wäre so künstlich gemacht. Ja, und er meinte, ich finde die CGI-Schmetterlinge total geil. Eben, genau. Ja. Ich habe auch, also weil Dennis hatte das ja mal eben. Stand das auf den Flügeln oder was? Was? Nichts. Oh, yeah, yeah. Nee, nee. Ich weiß nicht, was die Lohnt nicht. Bei irgendeinem Dings hatte er das drin und dann hat er die Szene wieder rausgenommen. Da habe ich gedacht, hä, so eine Szene kann man doch nicht wieder rausnehmen. Das ist ja der größte Zufall, der passieren kann, dass die Dinger da so lang fliegen. Ja, genau. Und das passt lustigerweise zu dem Text, den genau, ich da singe. Genau, auch das noch. Und alles am Ende, also alles auf Anfang. Und vom Ende fliegen sie zum Anfang und wieder zurück in dem Moment. Ja, die kommen auch so wieder. Ja, nie als hätte man zurückgespult. Wirklich nicht? Nee, ich höre aber auch nicht zu, was der singt. Ach so, ich höre nur auf die Gitarren, nur auf die Gitarren. Die ist auch geil. Sau ultra, wie immer. Ja. Ja, der Sound ist super. Wenn man so, es gibt ja so Selbstentzündungen im Körper, gibt es das wirklich, dass man so auf einmal von innen anfängt zu brennen? Ich rieche nämlich ganz erfrischend nach Sandelholz. Ich glaube, gleich geht's los. Ach so, ja gut. Aber, und wissen wir, dann muss man dann löschen? Nö. Also, wenn ihr den Boden nicht versaut haben jetzt, wollt. Jetzt pass auf, jetzt wie alt bin ich? 4, 5, 4, weiß ich nicht. Was ist Sandelholz? Weiß ich nicht.
Sandelholz. Ich habe eine neue Konsole aus Sandelholz an meinem Bonanza-Fahrrad. Ist das hier? Ich fahre mit meinem Bonanza-Rad durch Fischmob. Fischmob. Da kommt das Wort Sandelholz vor. Ja. Ich hätte gedacht, Sandelholz ist das nicht auch ein Gewürz einfach? Das gucke ich jetzt nach. Sandalen aus Holz. Sandelholz, das Holz des Santalum Album. Ja. Bitte? Familie der Sandelholzgewächse, siehe Sandelholzbaum. Ja. Das Holz des aus der Familie, bla bla bla. Beim echten Sandelholz spricht man von Santalum Album, einem Baum, der ausschließlich in Indien heimisch ist. So, jetzt kommt meine Frage und vielleicht eine geniale Überleitung. Ist in unserem Gin etwa auch Sandelholz? Oh. Da kommen wir zum nächsten Thema. Leute, wir werden Schnapsbrenners. Schnapsbrenners? Ja. Ja. Und zwar waren wir vor kurzem bei einer, wie nennt man das? Also bei einem Gin-Sommelier und durften unseren eigenen, wir trinken ja nun mal sehr gerne nach der Show Gin. So, also am besten Gin Tonic, aber manchmal nur auch einfach nur Gin. Und das auch schon sehr lange. Und es gibt ja auch schon ganz lange unsere Gin Tonic Club T-Shirts. Die, wie nennt man das? Die trotz oder ob ihres Designs oder wegen des guten Designs wegen des sehr viel gekauft. Speziellen Designs und Farbgebung, ja. Genau. Und da haben wir gedacht, wenn wir einen Gin Tonic Club haben, dann müssen wir auch einen Gin haben. Sonst wäre das Ganze ja ginlos. Warum haben wir den nicht Gin Pansen genannt? Ah, wäre auch gut gewesen. Wir gucken mal, wie wir den nennen. Ich glaube, wir wissen es noch gar nicht, oder? Gibt es einen Gin Beam eigentlich? Ah, verwirrend wahrscheinlich. Ja. Naja, genau. Und dann haben wir unseren eigenen Gin. Jeder durfte rumprobieren und am Ende haben wir... Gin oder rum? Ach so, jeder durfte probieren, einen Gin zu entwerfen. Bier? Ja. Jeder durfte rumprobieren. Ist ja auch rumzuweinen. Und, und letztendlich haben wir dann blind verkostet am Ende und dann hat es einer gemacht und das ist jetzt dann unser Gin und der wird dann jetzt hergestellt und ich weiß nicht wann genau, wir versuchen das auch noch zum Great Münster Slam zu schaffen, ne? Genau. Dass der in Produktion geht und dann gibt es einen Dunos Gin. Der ist sogar echt bestenfalls lecker. Kommt der, also wirklich ist der große Launch am Great Münster Slam Weekend, der Wochenende, also am 25. und 26. November. Da muss mal ganz ordentlich Nachtschicht gemacht werden in der Schnapsbrennerei. Aber das sollte hoffentlich hinzukriegen sein. Das ist doch großartig. Dann spielst du vor 13.000 Leuten und kannst dir abends noch dein eigenes Gesöff reinpetern. Wird auch höchste Zeit, weil wir haben ja jeder so einen Prototypen mitgekriegt. Meiner ist schon halb leer. Habt ihr euren noch? Ich habe den, ich selber vertrage nicht viel und ich habe probiert natürlich, aber ich habe andere Leute probieren lassen. Die waren alle sehr Fan. Fanden sie auch sehr gut. Sehr gut. Top. Durch die Bank weg. Der Abend war auf jeden Fall heftig. Also es war super nett, echt wahnsinnig lustig. Alex trinkt ja nichts, der hat dann so ein bisschen gefilmt und sich amüsiert, glaube ich, einfach. Und es war echt krass. Also wenn man mal Gin pur trinkt, ist ja schon gut, aber wir mussten ja so wahnsinnig viel Gin trinken an dem Abend. Ja, Junge, ja. Junge. Und dann Junge. Die einzelnen Brände auch noch und so. Also. Wobei, ich muss sagen, also mich hat es heftiger fertig gemacht bei Frank Turners Lost Evenings am letzten Abend, wo wir ja dann auch noch gespielt haben kurzfristig und für Turbostadt eingesprungen sind. Ich habe dann am Ende des Abends mit Frank und mit Craig Finn von The Whole Steady zusammengesessen und Frank hat irgendwann gesagt, ich habe mich die ganze Zeit auf diesen Moment gefreut. Ich habe immer mehrere Flaschen Rum, Tequila, mehrere Flaschen mit dabei. Mann. Und dann hat er halt ausgetan und wirklich, ich habe Craig am nächsten Tag geschrieben, dass, not gonna lie, Frank's Tequila totaled me last night. Und dann hat er geschrieben, so, oh man, you tell me all about it oder so. Und ich habe zwei Tage danach noch gehabt, wenn ich so die Kinder von der Kita abgeholt, von der Schule abgeholt habe und so, habe ich einmal aufgestoßen und hatte auf einmal wieder Tequila-Geschmack im Mund. Alter, was ist denn das für Zeug? Und er hat sich mega kaputt gelacht. Also Tequila und Rum war das, was bis jetzt an mir am meisten reingehauen hat. Also da ging gar nichts mehr. Ich stand mal in Münster in einem Laden und habe Tequila gesoffen, irgendwie so zwei, drei nacheinander, warum auch immer. Und da weiß ich, dann stand ich so an der Heizung, an der Wand und habe wirklich so Leute, das war so alles so ein Zeitlupen-Modus und habe so gesehen, wie so in Zeitlupe Leute an mir vorbeigegangen sind und so auf mich gezeigt haben und gelacht haben in Zeitlupe, weil ich wohl einen ganz heftige Gestalt abgegeben habe. Das war gut. Deswegen haben wir auch einen erfrischenden Gin gemacht. Ja. Genau. Ich finde geil, echt an Gin, dass der so sau erfrischend ist. Einfach. Das ist super. Wenn man den, also ist hervorragend. Am Konzert alles bestens. Ja.
Fantastisch, aber stimmt, das, jetzt wo du es sagst, das war ja auch noch, dass wir, also ein Konzert wurde uns ja kurzfristig geklaut sozusagen in Berlin, als wir nämlich die fabelhaften Ärzte supporten sollten auf dem Tempelhofer Feld. Da haben die ja 3 Tage nacheinander gespielt, wir sollten am ersten Tag supporten und leider hat uns da das Wetter einen Strich durch die Rechnung gemacht und es kam Blitz und Donner und Gewitter und alles und deswegen wurde abgesagt. Ironischerweise, nee, sagt man das ironischerweise nicht, aber blöderweise war es so, dass dann abends um 6 als wir und Shirley Holmes hätten spielen sollen, war ja bestes Wetter. Ja. Und dann sitzt man da mit Bela so hinter der Bühne und unterhält sich und denkt so, ja jetzt, also ist doch alles gut. Also alles ist da, die Bühne ist da, wir sind da, alle sind da, nur keine Leute, wir könnten einfach spielen. Ist das eine Scheiße? Und dann sind wir einfach ein paar Getränke später einfach wieder von der Berlin nach Hause gefahren. Das war sehr schade. Aber dafür kam dann die kurzfristige Einladung, bei Frank Turner bei den Lost Evenings zu spielen, da ja Jan van Tubostadt immer noch krank ist und noch nicht spielen kann. Und da hat Frank dann uns gefragt und Ingo war ja eh da die ganze Woche, weil du moderiert hast, ne? Mhm. Und da lag das natürlich so ein bisschen auf der Hand und das haben wir uns natürlich nicht nehmen lassen. Ja. Wobei die Anfrage von ihm auch ziemlich geil war von Frank, er war doch sehr unsicher, ob er überhaupt fragen kann. Naja, also hat mir erst eine WhatsApp geschrieben, ey, ich habe da so eine Idee, können wir vielleicht mal telefonieren? Also, dann haben wir telefoniert und dann hat er die ganze Zeit nur so rumgerissen. Also jetzt stell dir vor, ich würde jetzt zum Beispiel ein Konzert in Berlin spielen und zum Beispiel würde eine Band ausfallen und ich wüsste aber zum Beispiel, dass jemand von einer Band, die ich am liebsten dabei hätte, da ist. Da kann der ja eigentlich auch mit der Band an dem Wochenende kein anderes Konzert gespielt haben. Das heißt, der Rest von denen müsste ja auch, also ich mach's kurz, also ich möchte das nicht gerne fragen, weil ihr seid in Deutschland ja größer als ich und ich weiß nicht ganz genau und so weiter und ich einfach gesagt, Alter, möchtest du, dass wir spielen? Ja, also kannst mal fragen. Ich habe gesagt, ich frage. Und dann haben wir wirklich echt alle Hebel und Regler in Bewegung gesetzt, um auch irgendwie noch Crew und alles zusammenzubekommen. Ja, genau, das war eine Woche vorher, ne? Oder ja. Sowas. Und dann hat es irgendwann geklappt und Frank hat wirklich komplett durchgedreht, hat mich dann abends um 9 angerufen und hat jubiliert am Telefon, fand das super. Und dann war das wirklich echt, also der Abend war total klasse, das ganze Wochenende war auch total super. Also ja, da einfach abzuhängen. Wir haben ja mit Ingo Neumeier auch noch so ein bisschen Buchlesung gemacht und so Q&A und so. Und dann gab es so Panel-Speeches, wo ich dann mit Pat Needs zusammen über so Songwriting und so Gedöns gesprochen habe. Und überhaupt waren halt großartige Bands auch natürlich am Start. Also richtig, richtig großartig einfach nur. Rundrum gelungen. Rundrum gelungener rundes Wochenende, ja. Und der Abend sowieso. Und ich fand eh gut, dass wir dann doch noch einen Abschluss hatten. So, und dann doch in Berlin. Einfach nur ein paar Meter weiter sozusagen. Echt sehr, 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 sehr gut. Das hat mich sehr gefreut. Und eure Lesung fand ich auch sehr, sehr lustig. Vor allem die Geschichte von eurer Mutter und hier Evil Jared. Das, ja. Weil Mutter Kneumann, das haben wir mit Sicherheit schon mal in der Clubgruppe erzählt, hat Evil Jared schon mal unter den Tisch getrunken. Ja. Und das wurde aber an dem Abend so perfekt wie noch nie erzählt. Muss ich sagen, ich musste sehr, sehr lachen, ich habe Tränen gelacht. Super. Ja, ich muss schon sagen, so als Gesamtevent habe ich auch nochmal gedacht, das ist einfach großartig, was Frank Turner da so geschaffen hat. Das war ja so die dritte oder vierte Lost Evenings Veranstaltung, oder fünfte, oder was? Irgendwie sowas, genau. Was da stattgefunden hat, wie man mit einem Ticketpreis sämtliche geilen Sachen da besuchen kann und kriegt so alles mit von genau diesen Podiumsdiskussionen und was weiß ich. Also, das war so halt auch, also wirklich ein total rundes Ding. Man muss natürlich sagen, dass 2 Jahre vorher das Ganze hätte stattfinden sollen, schon in Berlin, und das wäre halt der noch mal krassere Burner gewesen, hätte man, glaube ich, aber gar nicht aushalten können, weil da dann so Leute wie Henry Rollins Spoken Word gemacht hätten und so. Das ist ja, da kommt man ja gar nicht mehr klar. Ich übersetze mal ganz kurz von Eike. Eike hat es auch gefallen. Ach so, gut. Der hat manchmal so einen harten Kölner Slang, versteht man so schlecht. Ach so, ja, nee, haben wir noch nie drüber geredet, ne? Also, Grand Münster Slam, lass uns da mal eben ganz kurz mal eben noch mal kurz drüber reden, ja? Warte. Wo wir bei Frank sind, können wir ja von Frank. Also wir haben bei Frank gespielt. Da wollte ich gerade drauf hinaus. Wollte sagen, Frank spielt bei uns. Genau. Ha! Also eine schmutzige Hand wäscht die andere nicht. Ja. Bringt er eigentlich schon wieder Tequila mit? Boah, pass bloß auf. Das ist ja die geilste Geschichte übrigens. Ne? Frank ist ja schon mal beim Grand Münster Slam dabei gewesen und wir haben ja damals das große Finale des Abends mit So Long zelebriert. Das machen wir natürlich dieses Mal definitiv auch wieder. Und damals hatten wir so Silberregen oder Goldregen, der so von der Decke gekommen ist. Also ja, so Funkenregen. Genau, so Funkenregen. Ja. Und das sieht natürlich ganz großartig aus, ist die große Scorpions-Geste und so weiter
und so fort. Und jeder wusste Bescheid, nur Frank nicht. Das haben wir vergessen, ihm zu sagen. Das Ding ist, das hatten wir, glaube ich, schon ausprobiert. Wenn das so runterkommt, da landen auch so ein paar Funken schon mal in der Frisur oder Haut. Also und das tut weh. Und das tut wirklich weh. Wenn man das nicht weiß, könnte man irritiert sein. Und Frank wusste es nicht. Was Frank war halt schon halb besoffen zu der Zeit. Wahrscheinlich auch Tequila. Hat dann diesen Song mit uns gesungen und wie ich zu diesem großen Finale fängt es auf einmal über ihm an, Funken zu sprühen. Und er hat gedacht, warum kriegt das gerade keiner mit, dass diese Halle evakuiert werden muss? Und hatte ganz kurz richtig heftigen Fluchtreflex, wie so ein Karnickel. Ist dann so einmal ganz kurz zur Seite gesprungen und hat dann geguckt und hat gedacht, das gibt's doch gar nicht. Alle spielen ganz, ganz unbeeindruckt weiter. Ja gut, dann muss das vielleicht doch richtig sein. Aber er war ganz kurz davor, mit so einem Salto von der Bühne runter und sich einen Feuerlöscher zu holen oder zwei. Der ist ja auch so groß, den erreicht's als Ersten. Ja. Ja, genau. Bei uns wäre das so zeitversetzt anderthalb Stunden später auf unserer Höhe angekommen, glaube ich. Frank kommt vorbei. Beide Abende macht er mit uns. Ja. An dem ersten Abend sind die fabulosen Acne Kid Joe als Opener mit dabei und die Sonderschule. Jo. Und am zweiten Abend sind es 8 Eimer Hühnerherzen, freue mich auch total drauf. Und Montreal. Und zusätzlich zu all dem gibt es jetzt auch sogar noch. Ja. Direkt nach Einlass im Publikumsbereich an beiden Abenden Schränk, Schränk und Lala. Also wieder gut machen, weil Montreal dabei sind. Genau. Der Lasse und der Jörg Mechenbier von Love A mit so schönem Assi-Schrammel-Akustik-Punk. Toll. Und dann wollen wir, also wir gucken noch, was wir noch so ein bisschen drumherum stricken. Geplant ist auch noch so ein Pop-Up-Store-Plattenladen, wo wir versuchen, so eine Art kleines, nur das Museum klingt jetzt so ein bisschen, aber so, wo so ein paar Sachen aus der ganzen Geschichte von uns aufgehängt und gezeigt werden und eben auch rare Platten, CDs, was auch immer wir so haben an Raritäten rausgehauen werden können. Und wenn wir es schaffen, wird es dann da vielleicht auch das erste Gin-Tasting geben. Ja. Das ist so gerade, also es ist jetzt frisch aus der Planung. Keine Ahnung, ob das klappt. Nagelt uns nicht drauf fest, aber so ist auf jeden Fall der Plan. Also wir wollen so ein bisschen Gesamt-Weekender-Programm machen auf jeden Fall. Genau, die Idee war einfach, wie kriegt man so ein Weekender, was ja schon fantastisch ist, dass es überhaupt so mit zwei großen Shows ist. Wie macht man da so ein richtig geiles Wochenende für alle mit einem guten Programm und so. Und wir, das Geile ist ja, mit einem Grand Münster Slam waren wir planungstechnisch bisher immer schon völlig überfordert. Ja. Jetzt sind zwei. Ja. Und seit gefühlt einem halben Jahr brennt uns so dermaßen das Hirn. Ja, da ist es auch wieder schön, dass wir Alex als Manager haben, weil der muss nämlich jetzt im Büro ackern. Ja, und wir können uns hier so richtig schön einen reinstellen. Ich übersetze mal kurz, was Eike gesagt hat. Er hofft drauf, dass ihm das Wochenende gefallen wird. Ja. Ach so. Das ist richtig. Abseits davon müssen wir aber trotzdem sagen, das werden zwei wirklich legendär gute Abende. Können wir jetzt schon wirklich versprechen. War es ja jedes Mal wirklich schon. Und wir haben uns aber natürlich trotzdem auch noch ein paar Gedanken darum gemacht, dass das Ganze wieder ein bisschen anders wird als die letzten Male. Also seid gespannt. Eventuell gibt es jetzt in diesem Moment, wenn ihr das hört, gerade noch eine Handvoll Karten, aber so gut wie komplett sold out beide Tage. Also halten Sie sich ran, kommen Sie vorbei. Toi, toi, toi. Danke, dass Sie die Frage gestellt haben. Bleiben Sie gesund. Ihr Johannes Rau. Wenn das jetzt nicht ganz ausverkauft wird, dann werden die hinteren Reihen so mit Kälbern ausgestopft. Also damit keine blanken Flächen da sind. Ach so. Ja, das ist ein richtiger Almeintrieb in die Halle. Mhm. Und wenn es von hinten dumpf ruckelt, dann ist das ein Kälber. Das sind Kälber. Weil, wo du vorhin gesagt hast, erste Show nach 888 Tagen, ne, wo es dann irgendwann wieder losging. Und jetzt also die erste eigene Show ist ja quasi dann schon fast 3 Jahre her. Ach so, also ja klar. Also ist ja noch mal viel mehr. Jetzt mal ein paar Festivals im Sommer und so weiter. Da haben wir ja nicht lang gespielt. Halbe Stunde, 45 Minuten. Irgendwas. Ja, das stimmt. Das genau. Erste es gab Mal, dass eine, wir so richtig wieder Vollprogramm, das ist schon auch krass. Stimmt. Das Eike meinte, wir waren lange nicht mehr an Toch. Das stimmt. Das letzte Mal war das Jahresabschlusskonzert, wirklich vor 3 Jahren. Und dann ist es jetzt, also 2 Jahre und 11 Monate. Das wird sau spannend, wirklich. Das ist schon krass. Erstmal wieder eigene Show. Hoffentlich können wir überhaupt nicht so lange. Wir sind ja nur auch ganz schön älter geworden. Du könntest das, ne? So stehen die Leute, die rauchen nämlich so mit dem Schnurrbart, stehen wir aus vor der Bühne. Wollen wir mal gucken, ob die das noch können hier. Der Armin und die Beefsteaks, die können das noch. Aber ob die Donuts das können, das weiß ich auch nicht. Mal sehen. Der Ingolf hier und der Gerhard. Ja, dann achten die so ab und dann so, siehst du, das war doch kacke jetzt. Wie der eine auf Toilette, der mal meint, dass wir mit weißen Flügel auf die Bühne kamen. Oh, das war wunderbar. Bei irgendeinem Jahresabschlusskonzert, ich weiß überhaupt nicht, in welchem Jahr das war. Auf jeden Fall bin ich dann
aufs Klo gegangen danach und dann höre ich nur ein Gespräch neben mir zwischen zwei Typen und dann sagt der eine, ja, dieses Jahr war ganz okay, letztes Jahr haben sie ja völlig übertrieben, als sie da mit dem weißen Flügel und den weißen Anzügen auf der Bühne waren und Akustik gespielt haben und so und ich nur, was ist los? Keine Ahnung, wer das wann gemacht hat, wir noch nie. Ja, vielleicht warst du ja falsch und die haben besser Erinnerung. Ja, man weiß es nicht. Ich bin so sauhart gespannt, wie die Leute die Videos, also die Songs finden. Ja, auch. Bin sehr aufgeregt. Das ist, wenn die das jetzt hier gerade hören, wissen es die meisten schon, ob sie es scheiße oder gut finden und denken entweder, ja, oder hm. Und ohne Flachs, da haut man ja einen Teil von einem Album raus, was dann 2,5 bis 3 Jahre Arbeit war und Herzblut in den ganzen Scheiß und das ist schon aufregend, wenn dann die ersten 2 Dinger rauskommen, denkst du, gut, das ist erstmal nur ein Teil davon, aber wie gefällt es euch dann? Das ist schon special. Was wir bisher auch an dem Timing rumgeschraubt haben, ne? Also ich meine, ich bin auch saugespannt, seitdem das Album quasi für uns fertig ist, will man ja auch, dass es rauskommt. Dann haben wir sehr, sehr kurzfristig eine Woche vor Rock am Ring beschlossen, wir kündigen bei Rock am Ring an, dass es ein Album kommt. Und seitdem sitzen wir auf noch viel heißeren Kohlen. Dann wollten wir Anfang September, glaube ich, die Songs schon als Video raushauen. Da waren die Videos natürlich noch lange nicht fertig und angedacht, weil wir ja viel zu viel drüber diskutiert haben. Und jetzt geht's endlich los. Ich kann es auch gar nicht glauben. Ich übersetze mal kurz, Eike hat Hunger auf Brombeersuppe. Ich finde es ja abgefahren, wenn man sich überlegt, dass für uns ja eigentlich das die ersten wirklichen neuen Songs sind, die wir raushauen seit über 5 Jahren. Also wenn man jetzt mal sowas wie Scheißegal oder Willkommen zu Haus wegnimmt, die ja so hier und da mal so peu à peu einfach so aus der Lameng gemacht wurden. Aber also im Albumkontext. Ja, genau. Und für uns ja natürlich auch noch mal ein Jahr länger oder 1,5 Jahre länger schon die Leute damals halt überhaupt lauter als Bomben gehört haben. Da war das Album ja auch ein Jahr später erst rausgekommen. Das heißt also, es ist eine ellenlange Zeit für uns vergangen, seit wir das letzte Mal wirklich im Studio an einem neuen Album gearbeitet haben und das jetzt endlich raushauen, ist krass. Ja, ja, das stimmt, auf jeden Fall. Es hat auch nur so lange gedauert, weil Eike die ganze Zeit Lauda 2C covern wollte und nichts anderes mehr spielen wollte. Ja, genau. Wir mussten ihn dann ganz lange in wirklich heftigen, auch geführten Gesprächen den davon abbringen. Abzwingen. Wir haben uns einen Mediator dazu geholt. Ganz wichtig, ja, sonst bin ich nicht mehr zu bremsen. Fällt mir gerade ein, Ingo, wo du das sagst mit den Musse kacken. Nee, ich muss kurz ein Screenshot machen und sofort. Schade, ich wollte gerade erzählen, aber Jandi kann damit auch was anfangen. Ich höre auch zu. Wo Ingo meinte, wir haben seit 5 Jahren keine neuen Songs geschrieben und doch zwischendurch mal ein paar Specials rausgebracht, so war es ja. Ja. Haben wir ja in den 5 Jahren auch, glaube ich, dieses Versagt getan rausgebracht, ne? Was wir für 3 satt... Wie hieß das nochmal? Meisterwerke oder so? Genau, ich glaube, das hieß so. Und vor 2 Wochen, eine Freundin von mir, die ist nämlich Deutschlehrerin und die meinte so, oh Eike, wir haben im Unterricht, habe ich gerade Wojtek und so, die Kinder 9. Klasse oder 10. Klasse, finden es alle halt total kacke, also halt einfach mega langweilig und weiß auch nicht, was ich da machen soll. Ich habe gesagt so, ey Wojtek, da sag mir doch irgendwas, da haben wir doch mal einen Song gemacht. So, und er hat ihn tatsächlich dann 2, 3 Tage später mit in den Unterricht gebracht und die Schüler, die fanden es mega. Ich fand es richtig geil, die fand es auch cool. Die sollten quasi interpretieren, inwiefern der Song auch so dieses ganze Gefühl von Wojtek irgendwie widerspiegelt mit Text und so, ne? Also haben die aber super hingekriegt und waren total geflasht. Der Song dauert ja nur 1 Minute oder was? 50 Sekunden? Ja, ja, es ist super, super schnell. Also geht's super. Sag mal, wie hieß denn die Sendung noch bei 3 satt? Meisterwerke? Wahnsinnswerke. Das ist genau. So hieß es. Wahnsinn, genau. Richtig, den Song gab's ja auch. Ja, genau, da kam ich nämlich gerade darauf, wo du sagst, es ist seit 5 Jahren kein Song. Und ich habe gerade erzählt, dass eine Freundin von mir Deutschlehrerin ist. Und dann habe ich ihr gesagt, wir haben da doch einen Song gemacht. Und dann hat die das der Klasse vorgespielt. Und das war echt das absolute Highlight. Ich übersetze mal, Eike meint, dass es in jedem Haushalt quasi eine Schublade gibt, wo ganz viel Gerümpel drin ist, wo man immer alles so reinschmeißt. Meistens in der Küche. Ja, aber man muss aber trotzdem noch sagen, ich weiß nicht, ob euch das auch so geht, ein bisschen. Also nur sowas wie Willkommen zu Hause, das macht ja auch Bock, das live zu spielen und so weiter und so fort. Aber man hat eine komplett andere Bindung zu Songs, wenn die in einem Albumkontext entstanden sind. Auf jeden Fall. In diesem Wahnsinnsprozess, in dem man sich da so reinbegibt, als Songs, die man ja gefühlt einfach so rausgehauen hat. Ja, auch sowas wie Scheißegal. Das sind so Songs, ich meine, sind ja auch alle, das ist ja auch gut, man hat da auch ein spezielles Gefühl zu, weil das ja auch immer ein Projekt war oder so, oder ne, jetzt Versagt getan. Heißt er Versagt getan? Ja, genau, so ist er. Da hat man ja auch so ein Gefühl zu, aber eben genau, eben nicht dieses geschlossene Album und das ist ja eine ganze Zeit und so, sondern man hat halt dieses eine Projekt gehabt. In dem Fall war es ja wirklich nur dieses Wahnsinnswerk, es ging um Wojtek und dann ging es darum, was machen Musiker aus diesem Thema? Und dann haben wir halt diesen Song geschrieben, der einfach nur ein paar Sekunden aufs Maul ist mit einem ziemlich genialen Text, wie ich finde, Ingo. Hast du echt wahnsinnig geil geliefert. Wurde auch total abgefeiert. Finde ich gut. Ich übersetze mal eben. Guido findest nicht so gut.
Und genau, aber genau, das sind dann alles immer so Projektsachen, das ist auch cool, das macht auch, das ist geil, um den Kopf so ein bisschen zu resetten und sowas mal zwischendurch zu machen, hat aber nichts mit so einem Album zu tun. Und das ist jetzt gerade wirklich, gerade dieses Album jetzt, finde ich, also heute ist ein guter Tag, ist ja auch in einer Zeit entstanden, die seltsam konfus für alle war. Das ist noch nett ausgedrückt. Ja, genau. Also, würde ich sagen, also du könntest auch Diplomat werden. Nee, also das, wir konnten, teilweise hatten wir Studiotermine geplant, dann ging es nicht, weil gerade Lockdown war, dann ging es doch, aber nur mit Maske, dann... Dann hat der Kurt Corona gehabt, dann hat hier eine Corona gehabt, dann gab es dies, dann gab es das. Genau, dann am Anfang gibt's ja auch noch keine, gab's noch keine Tests, dann irgendwann hat sich so ein Hausarzt irgendwo hier bereit erklärt, dann uns immer zu testen. Ich noch einen Nobelpreis bei mir gekriegt. Du hast auch den Nobelpreis gekriegt, das war auch noch... Dann hat man natürlich aber auch, also... Dann Eike immer mit seinem Laudato Si Cover. Ja, den musst du auch davon abbringen. Ja. Aber für uns ist ja trotzdem auch echt, muss man wirklich so auch rein hippie-mäßig, muss man das wirklich ja auch mal so stehen lassen. Für uns ist so eine Albumgeschichte, also so aufzunehmen und so weiter und sich da so in diesen Kreativprozess reinzubegeben, das ist schon auch echt eine Sache, wo so, und wenn es nur Feng Shui ist, das Gefühl stimmen muss. Also, nee, total. Ja, das hat mit Feng Shui nichts zu tun. Das ist wirklich so. Ich finde, das ist aber auch einfach so, weil, also egal wie lange wir das schon machen, aber bei Musik ist das schon eine sehr... eine Sache, die einen so ziemlich direkt angeht, finde ich. Also da ist Kritik immer wahnsinnig schwer zu ertragen. Und was soll das jetzt heißen? Ja, genau. Weil es einfach direkt um die Sache geht. So. Ich fühle schon lange nichts mehr. Ist echt nicht, du sagst schon lange nichts mehr? Ich fühle schon lange nichts mehr. Ach, du fühlst es mehr, ne? Ja. Du hast eigentlich immer am meisten Kreuz zu tragen, obwohl du auch. Bei Ivo sind es immer die Texte und bei dir gibt es immer die geilsten Demos. Und dann heißt es einfach innerhalb von 2 Minuten hören, nächste. Ja. Schock nicht. Ich fühle mich wie so Hummerscheren, aber ich bin nur die Hummerschere, ihr seid der Hummer. Und ihr knipst mit mir rum, wie ihr wollt. Und ich bin nur die Schere. Ja, nee, also du klapperst so rum, aber wir nehmen nur das Klappern, was uns gefällt. Ja, ihr steuert das. Ja. Hummer hat doch ein Seitenprojekt von Haftklub, oder nicht? Boah, Scheiße. Boah, ganz geil, wenn die alt werden, dass sie sich Haftklub nennen, wegen Haft den drin Zähnen. Ja, ist gut eigentlich. Naja, aber ich glaube, über das Album wollen wir eh nochmal in einer späteren Clubpuppe mal ein bisschen dezidierter reden. Ja, genau. Also, ne, es ist ja wirklich auch noch ein bisschen was Zeit, zumindest bis zum 3. Februar, wenn es rauskommt. Ja. Aber wir rotieren wirklich gerade echt trotzdem, weil das ist ja auch so ein Ding, was diese ganze Corona-Misere mit sich gebracht hat. Man muss völlig anders planen als früher noch, was halt so Vorlaufzeiten angeht, wann so Vinyl fertig ist und so. Das heißt, unser Vinyl ist schon längst im Presswerk, aber das Artwork und so wird jetzt gerade in diesen Stunden wirklich final sein und abgeschickt und alles. Also, ja, und dann heißt es immer, wir haben Zeit und plötzlich heißt es, ach so, nee, wenn ihr bis zum Februar rausbringen wollt, dann müsst ihr aber jetzt abgeben. So, dann genau. Denkt man so, was, wie, das ist aber jetzt fast ein Jahr vorher. Also die Zeiten haben sich da echt geändert, da muss man jetzt wirklich... nochmal drauf achten. Gibt es eigentlich auch vierte Zähne? Statt dritte, also dritte Zähne gibt es ja. Gibt es auch vierte danach? Ja, so Gold vielleicht dann. Oh, alles, was so Gold und Platinzahlen. Und ich fände auch geil, irgendwie dann, ich glaube, nach ein paar Jahren fallen dann die Zähne ja nochmal aus. Wenn, stell dir vor, die Arme und Beine fallen dann nochmal aus und die kommen dann auch nochmal neu. Oder die Augen. Auf einmal kugeln die Augen aus dem Kopf und von hinten wachsen neue. Boah. Du guckst so viele komische Filme. Nein, das nennt man dann, ich weiß jetzt den Begriff auf Lateinisch nicht. Ich habe richtig das Gefühl, dass jemand eine Heizung angemacht hätte hier im Raum. So richtig warm ist. Wie heißt das? Geworden. Tensus Torcus oder so? Also pass mal auf, du kriegst keinen Tankenwein mehr. Das steht mal fest. Oh, Tensus Torcus, da kullern meine Augen. Da sieht man gar nicht mehr, muss ein anderer sagen. Entweder denkst halt einfach, hat es eine Licht ausgemacht. Und dann sagt er, weil der neben mir steht, Tensus Torcus. Ja, und dann hörst du schon, plopp. Und dann kommt er die weg. Ja. Ja. Und dann kannst du dich 2 Wochen in der Ecke setzen, hoffen, dass sich einer füttert. Aber wie, kommen die dann auch so, und ja, dann sind die auf einmal wieder da? Oder kommt das so langsam da reingerollt? Nee, die wachsen so. So. Und haben wir dann irgendwie schon ein bisschen was zu sehen und dann so schwarz-weiß? Ja, ja. Und, Tensus Torcus, das kommt so von Druck. Tensus Torcus. Von innen nach außen gedrückt. Ja, ja. Und das ist halt wie, als wenn man Schimmelwachstum in Zeitraffer anguckt. So kommen die Augen wieder. Betrifft es denn alle? Also jeder hat mal Tensus Torcus? Ja. Ach so. Echt? Was mit blinden Leuten?
Ja, die wissen das halt einfach nicht. Und gibt's auch dann so Leute, die dann das einem vorgaukeln? Also dann einer von hinten macht so schnell so eine Augenbinde und einer macht das Geräusch und dann sagt einer Tensus Torcus und dann denkst du, scheiße, jetzt ist es soweit. Ja. Und dann ist gar nicht so weit. Natürlich. Und dann lachen die Leute auch über dich, wie über dich da an der Heizung stehen mit dem Tequila. Gym. Vielleicht hatte ich ja auch keinen Tequila, hey, nur Tensus Torcus. Genau, eben. Und das hat nicht richtig funktioniert. Ja. Tensus Torcus, die Augenpubertät. Wollen wir so die Folge nennen? Ja. Tensus Torcus. Tensus Torcus? Die Tensus Torcus. Torcus mit C. Aber die Augenpubertät finde ich auch richtig gut als Zusatz. Richtig gut. Tensus Torcus. Ja, nächstes Jahr geht es auch auf Tour übrigens, wo wir gerade alle hoffen, dass wir bis dahin mit Tensus Torcus durch sind. Ja. Weil sonst sehen wir von der Bühne nicht viel. Und im April sind wir dann ja wirklich auch auf Tour. Und im Herbst halt auch nochmal. Da haben wir ja zumindest hier und da schon mal so ein paar kleine Dates rausgehauen. Und irre, es kommen endlich so die ersten Sommerfestival-Bestätigungen rein. Unter anderem hat ja das Vainstream uns angekündigt und wir spielen mit Rancid zusammen. Wie geil wird's? Ja. Also, das wird, glaube ich, echt ein sehr, sehr, sehr spannendes Jahr nächstes Jahr. Man sagt das ja jedes Mal. Ich glaube, nächstes Jahr wird wirklich spannend. Ja. Wir spielen mit Scorpions auf Ibiza. Wir spielen mal wie ein Prag. Also dieses, wo du gerade Herbstturm meintest. Ey, seit wie vielen Jahren haben wir letztens? 9 Jahre oder so waren wir nicht mehr in Tschechien? Ja, ich glaube, ewig schon nicht mehr. Ja, also in Tschechien haben wir ja noch, also zumindest so Mighty Sounds und solche Festivals ja noch gespielt. Aber so in Prag eine Clubshow schon, wie ich so 9 Jahre her oder so. Ja. Ja, siehst du, wie beliebt wir da sind. Ja. Kommt, du Donuts-Truse, kommt. Ja, kommt auch dieses Jahr wieder. Wir warten regelmäßig. Aber auch da kommen wir 9 Jahre, also wenn die uns in Interviews fragen, können wir einfach sagen, Extended Tensus Torcus. Ja, wir konnten nicht anders. Wir wussten ja nicht, wo lang zu fahren ist. Kennt ihr das, wenn eine Arschbacke einschläft? Habt ihr dieses Gefühl? Ja, klar, total. Also, wenn man dann aufs Klo geht, dann fühlt sich das an, als würde jemand anders für dich kacken. Scheiße. Ich wollte dir ja einen Stuhl anbieten, aber du wolltest dir unbedingt aus dieser blöden Box sitzen. Dieses Stuhl, da haben wir es doch schon wieder. Weißt du jetzt schon wieder? Ja, Stuhl. Hä? Wir haben doch gerade von Kacken geredet. Ah, du wolltest mir deinen Stuhl anbieten. Ja, jetzt kommt wieder der Arschronaut aus dem Scheißfeld. Mein Gott, ey Leute, wirklich. Es ist unglaublich. Sag mal, sollen wir an der Stelle auch mal schließen? Ja, wie spät ist es denn überhaupt? Gucken wir gleich ein schönes Konzert an. Ich würde gerne noch. Ich würde gerne noch haben, dass Alex heute das Schlusswort redet, aber einfach aus 5 random Wörtern von dem einfach zusammengeschnitten. Also, dass es auch gar keinen Satz ergibt, sondern einfach nur so Müll. Man weit nicht bleckdaft. Oha, sollen wir noch ganz kurz unsere Festival-Highlights in diesem Sommer von unseren Shows? Highlights? Kurz, ja, welches war Highlight? Ja, also ganz ehrlich, wir hatten den heftigsten. Ich fange an mit dem heftigsten, war für mich Stuttgart, Cannstatter-Wahnsinn. Einfach so. Einfach heftig. Rock am Ring, Wahnsinn. Oh, Düsseldorf, Hosensupport. Ja, Highfield Festival, Rock im Park. Unfassbar. Das waren doch nur Highlights. Wir haben den ganzen Sommer lang, Spam Festival hat mega Spaß gemacht. Wir haben nur Highlights gespielt, war super. Hier, Betriebsfest vom Corny, von diesem Corny-Riegel, da haben wir uns eingeladen, haben wir gespielt. Ja, im Keller da war, ne? Ja. Ja. Da hatten die so alle so, das war dann richtig. Aber Keller war Open Air, ne? Ja, richtig. Und die hatten das dann Keller auch Keller Open Air von Corny-Riegel. Ja. Das war gut. Ja. Ja, im Maisfeld. Ja. Ja. Die mussten alle so zerfetzte Lederhosen anziehen, damit man dann sich auch mal an den Fransen wirklich mal die durchzählen kann auch. Boah, ey. Ich kann auch nicht mehr. Wir sind auf 761 Fransen gekommen an diesem Abend. Corny. Ja, ich glaube, also für mich waren auf jeden Fall aber auch die ersten beiden Konzerte, die wir halt als Warm-up gespielt haben hier in Münster in der Sputnikhalle. War auch geil. Weil das nach so langer Zeit die ersten Konzerte waren, das war schon ein sehr abgefahrenes Gefühl, das dann das stimmt auch. Wieder zu spielen. Zwischendurch habe ich wirklich gedacht, vielleicht spielen wir auch einfach nie wieder. Das kam mir auch schon mal der Gedanke. Von daher war ich da ganz froh, es geht doch noch. Ja, und saugut waren auch die Konzerte, die wir nicht mit Itchy gespielt haben. Ja, das waren die besten. Ah, ja. Jeder Tag, wo wir nicht mit Itchy spielen, ist ein gewonnener Tag. Meine Fresse, ey. Hallo. So, Leute, pass auf. Wir war machen schön es jetzt gewesen. So. War schön gewesen. Wer noch was sagen will, sagt das jetzt. Ansonsten hat Alex das Schlusswort. Will noch einer was sagen? Tensus Torcus oder Tenses? Tensus. Oh, Tensis ist auch gut. Tensus Torcus. Ne, Tensus. Ja, Sus. Also Tensus Torcus. Mit Torcus C. Ist denn, oder vielleicht, wenn es vorbei ist, redet man vom Tensus Torcus. Also, dass das. Ah, okay. Vollzogene Augenpubertät. Ja. Tensus Torcus. Nee, vorstehende Tensus. Ah, jetzt den Glückwunsch. Man kriegt auch dann als Geschenk, ist das eine Tradition, einen richtig, richtig warmen Schal. Ach so, okay. Ja, so und dann sagt man auch zur Übergabe Tensus Torcus. Tensus Torcus, und dann musst du das dann bejahen.
Tensis Turcus. Okay. Man kriegt dann von der Regierung kriegt man einen dicken Schal dann. Ah, so wie Konfirmation. Man kriegt auf einmal auch Geschenke und Familienfest. Ja. Boah, ey, wie scheiße ist es denn, wenn du Tensis Turcus im Sommer hast? Ja. Weißt du, im Winter ist es halt dann ja auch aushaltbar, wenn du den Schal auch tragen musst und sowas. Ja. Aber im Sommer ist doch dann ein bisschen blind und schwitzt. Aber man muss den. Nee, warte mal. Den Schal kriegt man doch erst, wenn man wieder sieht, oder? Tensis Turcus. Ja. Genau, den gibt es dazu Tensis Turcus. Ja. Achso, ja gut, dann ist er auch wieder Herbst. Dann passt er wieder. So, dann fragen wir mal, was Alex dazu meint. Und wir sagen schon mal Tschüss. Genau. Der letzte Wort hat der mit dem Holzgebiss. Das ist nicht perfekt. Weit weg davon.